Hier ist German Television und da ist ja unser Kabel. Wir sind am Ende eines riesengroßen Tests und wo landen denn die Fahrzeuge? Natürlich bei Andreas mal rein. Grüß dich, Andreas. Hallo Sven, hallo liebe Zuschauer. Ja, wir kaufen dein Reisemobil, hieß es das Ganze und es heißt billigerwohnmobilekaufen.de. Genau, so haben wir es dann genannt und darauf haben wir uns geeinigt. Kommt in Kürze, im Herbst wird das Ganze auch gelauncht und hier steht da ein Kabel 87. Du bist jetzt gefahren, über 100 Kilometer. Das ist schon, ich sag mal, next level ein bisschen. Ja, muss ich jetzt leider neidlos zugeben. Also der läuft wirklich klasse. Ich meine, über den Sprinter brauche ich ja nicht viele Worte zu verlieren. Da habe ich ja schon viel erzählt, auch in Sachen Karthago. Aber das Auto ist auch vom Möbelbau. Der läuft sehr, sehr ruhig. Kein Klappern, kein Gerappel drin. Ich hatte ganz am Anfang sogar gedacht, der hätte eine Luftfederung drin, weil er so extrem ruhig ist und wirklich schön weich ausfedert. Und ich sag mal, hier bleibt ja kein Auge trocken. Der hat ja sogar die Voll-LED-Scheinwerfer hier von Mercedes-Benz. Drinnen die Sitze sind mit Sitzheizung ausgestattet. Das große MBUX ist im Fahrzeug drin. Ja, interessanterweise hat er sogar ein Radar drin. Das heißt, er kennt die sogar. Das war vorgerüstet. Er hat ein Spurhaltesystem mit drin, also so ein Spurhaltererkennung ist mit eingebaut. Kabe hat ja eine Besonderheit, die wirst du gleich mal bestätigen, das Hubbett ist gar nicht zu sehen, oder? Nee, das von außen. Stimmt. Also das Hubbett ist wirklich so im Dachhimmel eingebaut, dass wenn man nicht weiß, dass eins drin ist, vermutet man es erstmal gar nicht. Also es kommt ja dann später elektrisch runter und es ist auch wirklich ausreichend groß und da können auch, ich sag jetzt mal, zwei Erwachsene, die sich lieb haben oder zwei Kinder auf jeden Fall locker drin schlafen. Ja. So, müssen uns zumindest mal außen ein bisschen beeilen, ja. Wenn du mal kurz hier durch das Handy guckst. Ja, das sieht aus wie, beim Independence Day oder so. Independence Day. Wir sind ja eben schon mal in Trier schwer nass geworden, so. Haben abgebrochen, deswegen komm, gehen wir so, mal. So, sagen wir mal gerade, da unten also, ist ein Spoilerpaket. Genau, hier hat er so eine schöne Schublade drin, wo man nützliche Utensilien reinmachen kann, die man dann auch immer gleich griffbereit hat. Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Hier ist nochmal ein schönes Staufach. Das ist unter der Küche, was normal verloren ist. Genau. Hat man hier extra als Staufach ausgearbeitet. Auch noch mal schön genutzt. Ja, dann halt hier die Verblendung vom Kühlschrank. Hat einen AES-Kühlschrank drin, schauen wir uns gleich an. Aber nicht irgendeinen, sondern den AES-Kühlschrank. Besonderheit ist auch noch Seitz-Dometic-Fenster, ganz wichtig. Also keine, ist von außen nicht zu sehen. Das sind die Kleinigkeiten. Die alte Heizung, da ist der Kamin mit dabei. Das Ganze mit warmem Wasser. Ja. Er steht auf Winterreifen und Alufelgen. Ich habe geguckt, ob der wirklich keine Luftfederung hat, weil der fährt wirklich so schön weich. Also ist echt sensationell. Genau. Auch eine ausreichend große Garage, aber Sven, jetzt erklär mir bzw. den Zuschauern mal, was liegt denn da noch alles drin? Da ist die Leiter für das Hubbett, das ist klar, und dann gibt es da noch Polster. Da ist es bestimmt, dass ich die Sitzgruppe umbauen kann. Genau, du kannst vorne die Sitzgruppe kannst du umbauen zum Bett, also die kannst du runter machen, kannst du umbauen. Das ist ein Zusatzsitz, ja. Der ist also hier mit drin, fünfter Sitzplatz mit drin. Kann dir helfen, komm her, mach du die Kamera. Der ist auch normalerweise da oben eingehangen, das heißt, also der gehört da eigentlich gar nicht hin, aber der liegt da eigentlich ganz gut drin. Genau, da kann man quasi die Seitensitzbank kann man umbauen, dann wird das eingesteckt und dann agiert das im Grunde genommen als Rückenlehne und dann kann ich mich dann so anschneiden. Das funktioniert. Hast du jetzt gut gezeigt. Schön also gezeigt. Kann ich jetzt jeder vorstellen. Ganz beeindruckt. Du hast natürlich zu Ösen an allen Ecken und Enden. Du hast hier einen Hauptschalter mit drin. Genau. Und Besonderheit, da ist auch ein ganz kleiner Wechselrichter mit eingebaut. Der ist schon mit drin. Ich bin mal gerade vor, da mache ich mal die Löcher auf, dann kannst du die Kamera halten. Genau, hier oben haben wir so im Grunde genommen die ganze Elektrik sitzen. Das ist Ladegerät und nochmal ein kleiner Wechselrichter. Die 220 Volt Sicherung, FI-Schalter. Ich glaube, hier unten sitzt die Heizung drin. Die alte Heizung natürlich, klar, auch mit Heizpatrone auf Strom. 3 kW. Auf Strom auch, ja. Auf 3 kW müsst ihr den dann auch haben. Bis zu 3 kW. Bis zu 3 kW. Ja, ja, die kannst du ja schalten. 1, 2 und 3 kW. Und dann halt die Batterieversorgung ist hier. Hier ist nochmal, glaube ich. Ah, nee, da sitzt die Wasserpumpe drin. Ja, genau. Der hat ja noch eine Besonderheit, das heißt sogar zwei. Zum einen hat er ja eine Pumpe, die das Duschwasser, glaube ich, absaugt. Ja, genau. Ja, damit er so tief sein kann. Das müsste bei der Einstieg, du brauchst keine Stufe hier. Also das ist das Coole bei dem. Das ist mir eben aufgefallen. Und das ist diese Pumpe, die das eben macht. Und das hier müssten die zwei elektrischen Ventile sein, für Abwasser aufzuziehen, richtig? Korrekt. Andreas, ich krieg Angst. Ja, wir zeigen es mal gerade. Also, da steht er jetzt. Und das Coole ist, wir haben wirklich auf Herz und Nieren getestet. 2500 Kilometer. Das ganze Heck
bekommt gleich ein neues Schild. Schöne Rückfahrkamera. Hammerbild übrigens bei der Rückfahrkamera. Ja. Das kann man gar nicht anders sagen. Ja, das stimmt. Ist Original MBUX. Genau. Ist hier mit eingebaut. Das ist, ne? Das ist innen drin. Das Ganze ist auch beleuchtet. Jetzt kommt langsam schon ein bisschen Wind auf. Aber wir machen doch schnell die linke Seite. So, made in Sweden. Das ist um 2,45 Meter Breite. Das ist weltrekordverdächtig. Elektrische Markise mit drin. Ja. Die ist hier oben drin. Genau, die machen wir jetzt bei dem Wind aber besser nicht aus. Was ich wirklich schön finde, dass du hier wirklich eine Einhandbedienung hast und trotzdem dahinter sich zwei Schlösser befinden. Das heißt, also es ist wirklich gewährleistet, dass die Türe anständig schließt und nach oben vernünftig gehalten wird. Darf ich mal ganz kurz gucken? Hier sind Steckdosen, die können was? 220 Volt und 12 Volt. Also das heißt, einer E-Bikes hat dann, hier gibt es dann auch Licht, das kannst du hier ein- und ausschalten mit einem kleinen Kippschalter. Guck mal hier, da ist ja sogar ein Ablauf drin. Das, wenn man hier, keine Ahnung, den Dackel gewaschen hat, das Wasser abläuft. Du kannst das hier, ist komplett wasserdicht und du kannst es reinigen und kannst hier ablaufen lassen. Ja, das ist ziemlich cool. Schon nicht schlecht, ja. Dann kleine Fenster, das Auto ist ja minus 50 Grad plus 40 Grad zertifiziert. Ja. Hier siehst du Gasflaschen mit drin, der hat sogar, ich sag mal, eine Einheit mit drin, dass du das während der Fahrt auch betreiben kannst. Eine Monokontrolle ist mit drin. Genau. Du brauchst ganz wenig Gas, das haben mir die Leute auch bestätigt, also die da sind, selbst auch im Winter, weil der eben so gut isoliert ist. Schön wäre jetzt, du weißt, ich bin immer so ein bisschen auch kritisch, wenn wir jetzt hier noch so einen Auszug hätten, das gibt es doch bestimmt optional für das Fahrzeug. Nein, gibt es nicht. Gibt es nicht? Das ist bei dem nicht. Okay. Hat was damit zu tun, dass er so tief ist. Also wir zeigen das ja, der hat ja ein spezielles Chassis hier mit eingebaut. Das ist auch echt der cool, ist so tief und das funktioniert wirklich. Also ich habe sogar einen Hubbel mit drin. Ich habe zuerst gedacht, du setzt überall auf. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also er ist wirklich so tief, dass du ohne irgendwas einfach einsteigen kannst. Und das ist auch der Grund, warum der eine Pumpe hat. Übrigens interessant ist auch, wirklich echt bequem der Einstieg. Und das Tiefe, was du gerade ansprichst, das merkt man auch echt beim Fahren. Der liegt so satt auf der Straße. Wir sind eben die eine Autobahnabfahrt reingefahren. Ich kannte die Strecke nicht. Wo du gesagt hast, mach langsam, mach langsam. Also die hat sich wirklich zugezogen. Man konnte echt das Lenkrad noch weiter. Du bist eben wie eine gesenkte, ich sag's jetzt nicht, aber es ist wirklich, du kannst mit dem Auto wirklich sportlich fahren, korrekt? Ja, absolut. Also man kann das Auto fahren wirklich wie ein Pickup. Ich geh mal rein, ja? Der große Test. Wir haben einen XL 780 von Kabe zusammen mit Andreas mal rein. Das ist ja mal ein Service hier. Andreas, du fährst mich. Ja, ich fahre dich, aber ich muss auch ein bisschen am Verkehr hier schauen, ne? Ja, wir sind gerade in Trier. Das Besondere war, du hast mich abgeholt, denn du bist ja der Spezialist für Luxusreisemobile. Aber die Breite, sowas hast du nicht erlebt, oder? Von dem Auto? Ja, sagen wir mal so, man muss echt einen Augenblick aufpassen. Jetzt gerade, als wir beim Stellplatz Triveris hier in Trier losgefahren sind. Weil du sitzt ja vorne schon in einem ganz normalen Sprinter, der absolutes Pkw-Feeling hat. Dann noch jetzt als Teilintegrierter. Ja, und da hinten wird das Auto, ich sage mal, 2,50 Meter breit, oder? 2,45, um genau zu sagen. 2,45, gut geschätzt. Und ja, da muss man ein bisschen aufpassen halt. Aber ansonsten, wenn man nicht nach hinten guckt, vergisst man, dass man hier mit einem Wohnmobil unterwegs ist. Der ist so leise, das ist wirklich so. Also du hast zu mir gesagt, unglaublich, du steigst da ein, den Motor hörst du fast gar nicht. Ja, das ist wirklich so. Dann geht der auch richtig. Also dafür, dass er jetzt zur Zeit, ich glaube, 3,6 Tonnen wiegt er im Moment, 4,5 Tonnen darf er, also fast eine Tonne Zuladung. Ja, also der ist, wenn man hier losfährt, der explodiert ja förmlich, so spritzig ist der Wagen. Und der hat ja, glaube ich, dieses Artic-Paket drin und ist deswegen so leise, ne? Ja, der hat eine Zusatzdämmung mit drin, er hat eine Zusatzheizung mit drin, eine große Lichtmaschine und die große Batterie. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann sieht, die, ich sag mal, das Besondere ist aber echt die Straßenlage. Du fährst hier durch, Entschuldigung, du fährst hier durch und du hast wirklich das Feeling, Andreas, ja. Du fährst nach links. Du merkst nicht, dass du im Wohnmobil bist, oder? Nee, wirklich, wie ich schon gerade gesagt habe, man vergisst das sehr schnell. Nur mit der Breite muss man halt ein bisschen schauen. Die 2,45 hin, die lassen sich natürlich nicht verleugnen. So, bis gleich. Wir werden gleich mal auf die Autobahn fahren. Dann fahren wir mal, wir fahren jetzt hier rund 50. Das Spannende dabei ist, wenn du 100 fährst auf der Autobahn, ist es nicht viel lauter. Das ist, und jetzt kommt mit hinzu, die Straße ist regennass. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit. Dann hast du das Gefühl, dass du nicht durch den Verkehr kommst. Du fährst hier auf der linken Spur gerade. Also, wie gesagt, für mich absolute Pkw-Anmutung. Leise, spritzig. Nee, ist jetzt zu breit? Hast du das Gefühl, irgendwie merkst du das? Nee. Dass da 2,45 ist? Nee, jetzt ehrlich gesagt nicht. Man muss nur halt sich bewusst sein, dass da hinten noch zwei
3,45 kommen. Ich fahre ja selber ein Reisemobil, das ist 2,50 breit und ich bin also schon an die Breite gewohnt. Nur da weiß ich, dass es 2,50 ist, weil vorne 2,50, hinten 2,50. Hier ist es halt, wie schon gesagt, vorne ein normaler Sprinter. Muss man ein bisschen aufpassen, darf man nicht vergessen. Erinnert mich so an früher, die alten Porsche 911 Turbo, die waren ja vorne auch so schmal wie ein Käfer und hinten dann so total breit. Das ist ungefähr das gleiche Feeling hier. Also, Feeling wie ein 911 Turbo. Andreas, mal rein. Wir fahren jetzt von Trier nach Saarbrücken, machen eine Fahrt. Bis gleich, bleib dran. Ich geh mal rein, ja? Ja, du bist auch gerade eben berghoch. Hast dich noch gewundert, wo du gesagt hast, der Kurierfahrer, der kam gar nicht an uns vorbei, weißt du noch? Ja, genau. Also der hat auch Leistung ohne Ende hier, Licht geht schon. Und was ich auch toll finde, hier das Bedienpanel von Dometic. Du hast ja quasi hier eine zentrale Schaltstelle, wo du eigentlich alles mitmachst. Du kannst also hier die einzelnen Lichter kannst du abdimmen hier, wenn du das möchtest, darüber. Das funktioniert also wirklich sensationell. Und du kannst deine Heizungsanlage kannst du hier drüber steuern. Du brauchst also jetzt nicht nochmal extra zu dem Alde-Panel zu gehen. Das gibt es natürlich auch noch für die Altgewohnten hier. Moment, okay. Dann kannst du hier deinen Kühlschrank drüber steuern. Also du machst im Grunde genommen, machst du alles nur noch über das Alde-Panel. Und über das Dometic-Panel also. Entschuldigung, habe ich versprochen. Ja. Über das Dometic-Panel. Und du machst auch das elektrische Hubbett, fährst du damit runter. Jetzt musst du mir aber gerade helfen. Ich weiß, aber was willst du da machen, Hubbett? Das Hubbett wollte du gehst vorne auf Home, also auf das Häuschen. Da ist das Häuschen, Entschuldigung. Genau. Häuschen, und dann erscheint das Hubbett da oben. Siehst du das Hubbett rechts? Da ist es, genau. Ist, es war eingeschaltet, genau. Jetzt kann das Kopf weg. Dann fährt das Hubbett runter. Muss man nicht irgendwie Kopfstützen oder sowas wegmachen? Ja, ein Stück geht runter. Das ist hier zum Zeigen, glaube ich, geht das. So, genau, das du hast im Fernsehen Vorbereitung mit drin, das zeige ich gleich. Okay. Ich glaube, ich schätze mal auf, weil da steht ein Koffer noch. Aber das Bett ist wirklich... Ja, ich sag mal, zwei Erwachsene, die dich doll lieb haben, geht überhaupt. Das ist überhaupt kein Thema. Und genau, hier gibt es noch ein Absturzgitter auf der Seite. Richtiges wie auch, Lattenrost. Wie auf der anderen Seite vernünftiges Lattenrost drin. Beschreib mal den Duft hier drin, das Lederduft hier. Also das Auto hat jetzt keinen unangenehmen Geruch. Es riecht wirklich nach dem, ja, Leder hat ja so einen ganz besonderen Geruch. Und danach riecht es aber ganz leicht, also jetzt nicht übertrieben. Ist so ein typischer Kabelgeruch, wie das hast bei... Ist das so? Ich sag mal, beim jetzt wirklich, ja. Es riecht jeder Kabel gleich. Und zwar durch diese Optik hast du ja hier so einen Lederabschluss hier mit drin. Ja. Ich zeig dir mal gerade. Und das ganze Auto hat so einen typischen, was kann jetzt so einen Kabelduft, der, wenn du reinkommst, der dich direkt erwartet. Den gibt es auch nur bei Kabel. Ich habe das bei keinem anderen erlebt. Ja. Der Kabelduft, haben wir noch nicht gehört. Ja, machen wir mal kurz weiter. Das ist die besagte Sitzbank, von der ich eben gesprochen habe, wo du halt jetzt mit wenigen Handgriffen das Rückenteil, was hinten in der Heckgarage gelegen hat, einhängen kannst. Und dann hast du hier nochmal die Möglichkeit, über einen Dreipunktgurt dich halt dementsprechend fest zu schnurren, festzugurten, Entschuldigung. Genau, auch, dass man bis vorne halt aufrecht gehen kann, finde ich gut, obwohl hier nochmal eine kleine Stufe drin ist. Du bist wie groß bist du? Ich bin 1,82 und ich habe hier also nochmal, ja, eine Faust passt locker drüber. Und hier gibt es noch mal ein bisschen Staufächer, wo man noch mal ein paar Sachen reinlegen kann. Auch sehr schön. Auch die Holzqualität von der Haptik her. Also es ist so ein bisschen, ich sag mal, marmoriert. Man fühlt also die Maserung vom Holz hier. Das fühlt sich wirklich auch hochwertig an. Ja. Scharniere sind aus Metall gearbeitet. Du hast letztes Mal so gewitzelt gesagt, es ist kein Karthago. So gut kann er nicht sein wie ein Karthago. Kommt er denn ein bisschen ran, so ein Kabel? Also ich muss es ja leider mal sagen. Ich habe dieses Jahr das allererste Mal auf der Messe tatsächlich gehört, dass Leute sich auch einen Kabel angeguckt haben und den mit einem Karthago vergleichen. Das war bis jetzt nie so ein Thema. Da habe ich eher andere Wettbewerber gesehen. Aber jetzt guckt doch schon mal der ein oder andere nach Kabel. Und das Auto ist jetzt, das ist ja nur kein schlechtes Auto. Da kann jetzt auch wirklich nicht sagen. Das Krasse ist, du stehst gleich mal, wenn du mal einen Schritt vorgehst, geht es eine Treppe runter und dann, stehst du unterm Hubbett und hast richtig absolut, ja. Absolute also, Freiheit. Also wie gesagt, 1,82 hier Hubbett, ja, also die Faust mit ein bisschen Spiel. Und wenn ich jetzt weiter nach hinten gehe, also da, wo du jetzt stehst, das bleibt ja. Das ist ja im Grunde genommen eine Fläche hier und das geht so bis hinten ins Schlafzimmer weiter. Das finde ich wirklich gut gemacht. Was man natürlich arg merkt, ist diese Breite vom Auto. Du kannst ja am Tisch kannst du vorbeigehen, nach vorne zu den Sitzen hin, musst du ja nicht irgendwie
jetzt irgendwie so quer durchlaufen. Die 250 merkst du schon. Ach, die hat ja auch nochmal Armlehnen eingearbeitet. Ja, hat Armlehnen eingearbeitet. Mhm. Da ist insbesondere eine Kamera nochmal drin. Ja. Stark ist natürlich bei Kabe viele, viele Details, die man erst beim zweiten Hingucken sieht. Unter anderem natürlich Gasdruckfedern überall. Da ist der Fernseher mit drin. Die ganze Vorbereitung ist bereits eingebaut, weil viele Leute sich ja für ein System entscheiden ihrer Wahl letztendlich. Ach, der Fernseher kommt dann nach unten raus. Okay, der kommt hier raus, dann kannst du einfach ziehen. Ja, ja, schon verstanden. Alles gut. Ja, ja. Und dann ist die Halterung ist natürlich schon drin. Ja, genau. Auch schon alle Vorbereitungen für 12 Volt und so weiter sind drin. Ja, ja, das ist mit drin. Schön auch. Du hast auch Wandaufbau. Unglaublich. Also der ist so stark isoliert, dass du also wirklich damit in Skandinavien, du kannst überall hinfahren und was krass ist, du kannst natürlich auch im Sommer, der stand in der Sonne in Friedrichshafen, wir hatten also wirklich überhaupt keinen Stress mit dem Fahrzeug und ja, das Ganze geht jetzt nach Düren, so muss man sagen, Dürener rote Nummer, du nimmst ihn jetzt mit, wie war die erste Probefahrt, jetzt mal Hand aufs Herz? Nee, ohne Witz jetzt hier, also das Auto begeistert wirklich, also das Auto, der Mercedes sowieso, der macht seinen Job, wie man es auch erwartet und der Kabe hinten überrascht. Du fährst ja Liner, der hat ja Liner-Maße fast 7,80 Meter, aber du hast nicht dieses Liner-Feeling beim Fahren. Du fährst wie ein Pkw, oder? Ja, das ist ein Vorteil, aber auch man muss ein bisschen aufpassen, weil vorne normaler Sprinter und hinten halt die 245er Breite ist. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man so um Ecken fährt, dass man diese Breite von hinten nicht verpasst. Mhm. Man sieht auch hier diese Wangen halt hier, die hier gearbeitet sind, um das Armatur, um das Fahrerhaus mit einzuarbeiten. Das ist schon eine Breite, die du da neben dem Fahrerhaus. Du musst auch Details sehen. Also ich darf dir nur eine Sache zeigen. Was hat denn doch nicht geregnet kurz? Also lass mal rausgehen. Also erstmal hier diese Trittstufe. Du kannst also ohne, dass du eine Trittstufe brauchst, einfach rausgehen. Die hier ist durchgezogen bis vorne hin. Ja. Das heißt, die ganze Angleichung hier, alles ist nochmal abgespritzt. Zusätzlich nochmal. Auch schön. Und du siehst hier. Alle Kältebrücken, die du normalerweise kennst, sind nochmal zusätzlich mit einer Warmwasserheizung besehen. Dieser Teppich, der drin ist, ist warmwasserbeheizt. Ja, also im Fahrerhaus. Das muss man jetzt mal sagen. Also da kenne ich jetzt im Augenblick jetzt keinen Hersteller bei teilintegrierten Fahrzeugen, der jetzt hier nochmal beim Kasten, also teilintegrierten vorne beim Rahmen, beim Grundchassis, nochmal hingeht und nochmal Heizkörper einbaut. Das hier mit der Matte, das habe ich schon mal gesehen, aber dass hier nochmal Heizkörper sind, das hat er das auch auf der Fahrerseite? Beides, ja. Ach, jetzt ist auf beiden Seiten. Ja, das ist schon ein großes Kino. Da muss man echt dann, es gibt im Zubehör gibt's übrigens noch entsprechende Vorhänge, die du zusätzlich zu dem Verdunklungssystem von Remy natürlich reinmachen kannst. Das ist vorne, hinten, links und rechts. Ja. Dass du das also man hast. Sieht, das Auto ist schon für die extreme Kälte gebaut. Ich meine, man wirbt ja auch bei Kabe mit, glaube ich, minus 40 Grad oder so. Da hat man schon Aufstand betrieben. Ne? Weil ich gucke hier auch nochmal, ich will wissen, ob das wirklich so ist. Ja, du guckst rein. Und? Ja, hat er. Hat er. Ja, hat er. Ne? Da sieht man schön den kleinen Heizkörper drin. Und dann geht natürlich schön die warme Luft hier hoch. Weil das Problem ist ja immer, bei einem teilintegrierten Motorhaube, Bodenblech vorne und die Türen sind und bleibt Kastenwagen. Und da zieht die Kälte dann normalerweise in die Autos. Klar kann man das nochmal isolieren. Der hat ja jedes Artic-Paket drin. Aber dann hier mit dem Heizkörper nochmal schaltet man natürlich diese Kältebrücke nochmal ein ganzes Stück weit weg. Ja, warum der auch so leise ist. Also Artic-Paket, siehst du hier vorne, hat mehrfache Dichtungen. Also hat außen nochmal Dichtungen, hat innen nochmal Dichtungen, die drin sind. Und jetzt gehen wir wirklich rein. AdBlue hat er dann selbstverständlich. Das ist hier drin? Nee, da hat der Diesel. AdBlue ist beim Sprinter immer vorne unter der Motorhaube. Wenn du aufmachst, ist ein kleiner Tank. Wollte ich nochmal testen. Wir müssen rein. Ja, es regnet. Das fängt an. Hier ist nämlich Travel Master X780. Da vorne sind die Helferleinen hier oben eingebaut. Und jetzt müssen wir rein. Komm schnell rein. Schwinge zuerst rein. In die warme Bude. Ach, das ist schön. So, und schön finde ich auch jetzt hier so einen Küchenblock hier. Schön gearbeitet, so eine kleine Winkelküche, Backofen mit drin, auch in einer Höhe, wo man dann halt reinguckt und nicht so verbaut, dass man da nicht reinschauen kann. Ja, Schubladen machen auch einen vernünftigen Eindruck. Hier sind die Gasabsperrventile, wenn man gerade gucken, ob er Softlos hat. Ja klar, war auch zu erwarten. Das ist übrigens hier die Zentralverriegelung. Das wollte ich gerade fragen. Wir haben jetzt eben, ja, das ist jetzt Kunststoff, das wäre jetzt im Karthago aus Holz gearbeitet. Und so ist jetzt quasi abgeschlossen, richtig? Genau. Gut, also auch keine elektrische Zentralverriegelung, wie wir das haben. Aber das funktioniert, das kommt auf die Funktion an. Aber der hat eine Dunstabzugshaube, ne? Ja, die ist eingearbeitet. Hinten siehst du überall Teppich noch hinten drin. Ja, ja, hier ist nochmal eine 220 Volt Steckdose drin. Schön.
So, es fängt schon an zu regnen. Ja, das ist noch richtig blöd. Ja, dann klar, ne? Warte, ganz kurz, drei Flammen Kochfeld ist noch. Wir jetzt heute zu schnell. Wir lassen uns eigentlich schon im Wetter ein bisschen treiben. Genau, drei Flammenkocher, Piezo-Zündung mit eingearbeitet. Und ich sag mal, die Flammen sind auch ausreichend weit voneinander entfernt, sodass man auch etwas größere Töpfe da drauf bringen kann. Arbeitsplatte fühlt sich von der Haptik auch vernünftig an, ist auch ausreichend dick, schön hinterleuchtet mit dem LED-Licht. Das finde ich auch klasse. Ich finde auch sehr schön, dieses Ambiente-Licht, was man hier an der Küche entlang hat, macht einen sehr wertigen Eindruck. Es kommt letzte Dinge, das ist also neu, der Kühlschrank ist eingefasst. Hier siehst du, also keine LED mehr, das haben sie bereits schon geändert. Ja, schön. Hier mit drin ist ein AES-Kühlschrank, auch eine Besonderheit. Ja, ist der berühmte Dometic 10 hier, wenn du den beiden Seiten halt öffnen kannst. Der Klassiker halt im Augenblick, ja. Aber der große, es gibt ja noch einen kleineren. Gibt noch einen kleineren. Ja, und wie du schon gesagt hast, AES, den hörst du nicht laufen, wenig Energieverbrauch. Da unten sieht man nochmal so einen Radkasten, da sieht man hier nochmal, wie der isoliert ist. Das ist schon echt klasse, ja. So, Bad, ja. Da scheiden sich ja die Geister, weil große Menschen nicht duschen können. Das war eines der ersten Autos im Norden. Leute sind ja relativ groß hier drin und die können dann auch duschen. Das ist der Vorteil. Und du bist ein Meter, was hast du heute? Ich bin heute 1,82. Das war ich gestern aber, glaube ich, auch. Ja, also Dusche ist auch ausreichend groß. Jetzt habe ich ihn noch nicht zugemacht. Können wir gerne mal machen. Kann das so schwer nicht sein. Das ist ja krass, das rote Schuhe. Ja, ein Witz. Das sind aber rein zufällig. Normalerweise ziehe ich nie rote Schuhe an. So, ich denke mal, das sollte dann jetzt so sein, dass man das jetzt hier rüber zieht. Ja, so ist es schon. Mehrfach drin geduscht und funktioniert gut. Dann geht automatisch, sobald du den Hebel hochlegst, geht unten diese Spezialpumpe an, okay. Die aus dem Bootsbau kommt. Ja. So, und dann wird nämlich das Wasser unten abgesaugt. Das ist nämlich der Grund, warum das Fahrzeug so tief ist. Normal geht das gar nicht. Und das kommt der Stehhöhe zugute, dass du in der Dusche auch eine ordentliche Stehhöhe hast und auch genug Platz. Ja, das mit der Pumpe habe ich bei mir im Expeditionsfahrzeug genau das Gleiche, weil da auch der Tank drinnen liegen sollte und der Schwerpunkt eben weit unten ist. Habe ich da auch die Dusche so weit unten runtergearbeitet, dass es vonnöten ist, halt so eine Pumpe da einzubauen. Ist also nicht jetzt unüblich. Komm, jetzt haben wir das Waschbecken. Genau. Zeigen wir einmal Waschbecken schnell. Waschbecken hier auch ausreichend groß. Ich sag mal jetzt hier drei Hände breit. Die Armatur fühlt sich auch wertig an. Ist in Ordnung. Ist zwar Kunststoff, aber ist trotzdem von der Verarbeitung her sauber. Hier ist nochmal ein kleines Schränkchen eins. Gucken, was kann man da reinbringen. Ja, einfach nur Waschlappen oder so. Gibt es irgendwo, da kannst du die Klorolle hinhängen. Okay. Auch daran ist gedacht, die Spiegel sind auch zum Öffnen. Sehr schön. Mal schnell reingucken. Der auch. Ja, die sind noch anständig tief. Da ist nochmal eine Steckdose drin für einen Rasier oder Munddusche oder Zahnbürste oder so. Handtuchhalter auch da. Gut, ja. Okay, prima. So, warten wir mal durch. Vielleicht eine kleine Besonderheit sind die Verstärkungen hier immer. Das heißt, an jedem Teil, wo mittlerweile Hersteller hingehen und Spannbänder mit einlassen, vielleicht hast du schon mal gesehen, hat Kabe an jedem größeren Bauteil jeweils eine Alu-Verstärkungsleiste mit drin. Okay. Gehst du noch mal gerade einen Schritt zurück? Ist das hier ein Apothekerschrank? Nee, das ist. Ich dachte, mein Apothekerschrank. Sag mal gerade, das ist der Kleiderschrank. Mhm. Also kannst du halt Kleider reinmachen. Sag mal grad. Ein Kleiderschrank, wo du Kleider reinmachst? Ja, kannst du Kleider reinmachen. So, bauen die bei Kabel? Ja, nämlich echte Kleider. Du kannst nämlich hier aufmachen. Ah, das Teil kannst du rausholen und kannst damit komplette Mäntel reinhängen. Eieiei. Also ein Kleiderschrank das quasi. Das ist ja ein riesengroßes Kino, dass ein Kleiderschrank ist. So, dann. Spaß beiseite. Was ist das da unten? Das ist ein Router, das weiß ich ist auch. Ist ein Router eingebaut. LTE-Router. Gemacht, oder ist der Serie? Nee, ist Serie. Okay. Dann unten ist die Kabe und bei der Kabe ist eine Besonderheit. Du kannst die Kabe als einzigstes Bauteil trennen von der Aufbaubatterie und an die Fahrzeugbatterie verbinden. Okay. Für den Fall, dass die Aufbaubatterie mal leer sein sollte, damit du noch heizen kannst. Ach. Weil das ist natürlich in Skandinavien nicht so witzig und da gibt es einen Schalter drin. Mhm. Der ist hier unten drunter. Das ist der kleine Kippschalter. Das ist der kleine Kippschalter. Und dann kannst du von der Aufbaubatterie umschalten auf die Fahrzeugbatterie, die hier übrigens verstärkt ist. Wir haben die Arctic-Version, damit du wenigstens noch durchheizen kannst. Das ist also ein kleines Detail. Okay, geht aber nur dann in die Richtung dann. Wie weil theoretisch das? Könnte ja anders sein, die Starterbatterie ist leer
Und doch, ich habe hier hinten noch genug Saft drin. Es ist so, im Schiffsbau kann zeige ich dir, quasi, kann es ist so automatisiert, dass die einen immer einen Ausgleich machen. Das heißt also, die Fahrzeugbatterie gleicht aus, schiebt jetzt gerade 6,5 Ampere in die Aufbaubatterie und zurück. So, das heißt, die gleichen sich immer vollautomatisch aus. Und er sorgt aber dafür, dass die Aufbaubatterie, nee, die Fahrzeugbatterie nicht leer wird. Mhm. Also die wird bis zum gewissen Level gleichen die sich aus und fertig. Mhm. Sehr schön. Das sind so, hier vorne ist der Inverter, den kannst du anschalten. Da ist ein kleiner Inverter, hast du vielleicht hinten gehört. Das ist aber nur für solche Geräte, die wenig Strom verbrauchen. Er macht, glaube ich, 400 Watt, macht er. Ja. Also der dicke Föhn oder Thermomix wird jetzt nicht funktionieren. Kann man aber nachrüsten. Also wenn jemand sowas braucht, ruhig Bescheid sagen. Genau, hier kann ich, also habe ich jetzt kannst du ausziehen? Schlafbereich, das kann ich ausziehen, genau. Und dann habe ich hier halt die Möglichkeit, im Grunde genommen die Liegefläche zu vergrößern. Ist jetzt, muss man sagen, nicht so schön gelöst wie bei einem Karthago. Ich muss das ja jetzt sagen, seid mir nicht böse. Da haben wir den tollen Treppenlift. Nee, da vorne ist die Leiter drin, hast du nicht gesehen? Ja, die Leiter habe ich gesehen. Hier, ne, da ist sie. Ja, ist okay. Die meisten, ganz ehrlich, nutzen das sind nicht. Nein, sind unglaublich begeistert von dieser Lösung. Echt? Und du bist der Erste, der jetzt sagt, ist aber nicht so schön, ich muss an einigen Stellen muss ich mal sagen, was wir besser haben, und das wäre der Treppeneinstieg. Habt ihr auch einen Topper drauf? Nein, haben wir nicht. Das finde ich hier wieder klasse. Ja, aber auch die Matratze als solche schon ohne den Topper fühlt sich echt klasse an. Darunter ist ein gescheites Lattenrost und Kleiderschrank darunter. Ja. So, das kann man jetzt nicht anheben, aber du hast eine Beleuchtung mit drin. Ja. Du hast ja vorne hast du noch mal einen Kleiderschrank mit drin. Ist auch schön bi- und entlüftet, der Schrank. Da sind aber bi- und Entlüftungskanäle drin. Auch klasse. Super. Ja, auf der Seite hier schauen. Also auch hier mache ich mal den Schrank auf. Ja. So ein bisschen Deko ist noch drin. Also hier sind Schränke noch mit drin. Ich bin froh, dass die Kabelleute das nicht gemacht haben, dass man jetzt hier öffnen kann wie im Karthago. Warum? Weil, ja, dann wird das Auto zu gut. Das Problem ist ein anderes. Also du kannst hier ganz normale Bezüge drauf machen. Das ist der Vorteil. Im Karthago ist ja... Ja, da musst du immer die speziellen Bezüge haben. Aber die gibt es ja auch. Von unserem Polestar kann man die dazu kaufen. Aber es geht ja hier nicht. Ist ja jetzt besser? Ist eine andere Anwendung. Karthago hat im Regelfall keine Alde. Es gibt auch welche mit Alde von Karthago? Ja, natürlich. Wenn du jetzt einen C-Line beispielsweise hast, wo ich jetzt das großen Ponton dazu sehen würde, den kriegst du mit Alde-Heizung. Aber auch manche C-Tourer-Grundrisse. Der große Test auf der Autobahn. Andreas Marein ist mein Chauffeur. Ja. Da vorne ist er. Wir sind gleich vor der Tankstelle in Hermeskeil. Du fährst jetzt knapp 100, im Moment um die 90. Das ist eine Geschwindigkeit, wo das Fahrzeug extrem sparsam ist. Man kann so ein Auto gut und gerne um die 9 bis 10 Liter fahren. Ja, also wir dürfen mit dem Auto bis zu 100 Stundenkilometern fahren. Es regnet es sehr stark draußen. Und stellenweise jetzt hier richtig große Pfützen auf der Straße. Deswegen habe ich mich für 90 entschieden. Aber das Auto läuft wirklich sehr, sehr schön, ruhig. Und vor allem, was erwacht, wir hatten eben ein Stückchen Autobahn, wo tiefe Spuren waren. Und mit der breiten Achse, der läuft wirklich total ruhig, schaukelt nicht auf. Also der liegt wirklich sprichwörtlich wie ein Brett. Es ist auch in Landstraßen, ich habe ihn ja selber gefahren, habe schon ein Video gemacht, du fährst Landstraßen hinter diesen Landbussen, Überlandbussen hinterher. Also ich hätte fast gesagt, die fahren wie Sau, aber die kennen ja die Strecke in- und auswendig. Ja. Das heißt, die fahren ja nicht gerade langsam, wie es ist. Und ich war wirklich, ich konnte hinterherfahren. Es war aber auch sehr interessant. Ich sag mal, das Geräuschvolumen ist hier, man kann sich unterhalten, oder? Absolut. Also ich finde das Auto von der Geräuschkapselung her, finde ich sehr, sehr ruhig. Und wie schon gesagt, also diese Spurtreue von dem Fahrzeug ist einfach sensationell. Du hast eben gefragt, hat er Luftfahrwerk? Ich habe eben, als wir losgefahren sind in Trier, und da sind ja so schwere Schlaglöcher, habe ich gefragt, ob er ein Luftfahrwerk hat, weil er wirklich so weich abfedert. Der ist also vom Fahrkomfort wirklich sensationell. Und hinzu kommt noch, die Sitze, die der hier drin hat, der wirklich 1A ergonomisch geformte Sitze, schön lang auch hier, die Beine liegen vernünftig auf, da liegt also nichts in der Luft drin, und absolut genial ist Original-Sitzheizung Mercedes-Benz. Original-Sitzheizung. Ja, aber wir wollten ja eben schon von draußen einen kleinen Dreh machen. Da hat es ja angefangen zu schütten ohne Ende. Und ich habe ja genau, jetzt noch klitschklatsche nass, die Haare waren nass. Und dann tut natürlich jetzt die Sitzheizung im Rücken, tut richtig gut. Sehr schön. Also Fazit, Rheinsfeld, Kell, Saarburg, da sind wir unterwegs. Auf dem Weg nach Saarbrücken, große Probefahrt.
Und ich bin mal sehr gespannt, denn Andreas Marein, du kriegst das Fahrzeug jetzt in den Bestand rein. Ja. Fahrzeug wird wann verfügbar sein im Netz? Anfang nächster Woche? Ja, ich schätze mal, allerspätestens am Mittwoch nächste Woche wird es online bei uns auf der Webseite zu sehen sein unter www.carthago-center.de. Natürlich mit einer umfangreichen Bebilderung und einem kompletten, einem kompletten Exposé, wo man wirklich alles nachlesen kann. Aber die meisten Informationen kriegen die Leute ja eh über die tollen Videos, die du machst. Ja, der neue Motor, ich glaube 170 PS hat er hier. Automatik, die Automatik butterweich. Automatik schaltet butterweich, ja. Dafür ist der Mercedes ja nun mal auch bekannt. Und ich wollte gerade mal schauen hier, am Durchschnittsverbrauch 9,7 Liter. Wir sind eben den Berg hochgefahren. Wir sind eben den steilen Berg von Trier aus hochgefahren. 9,7 Liter? Ja, genau. Das ist sensationell. Ja, und ich bin eben auch mal ein ganzes Stück, da war es nämlich nicht so stark am Regen, 110 gefahren. Also das ist schon nicht schlecht. Also wer sich auskennt, wir reden ja hier nicht vom 3,5 Tonner, wir reden von einem 4,5 Tonner. Für unter 10 Liter, ohne dass du irgendwas machst, ja, das geht. Das ja, sieht man ja, es funktioniert. Hier nochmal gerade die Navi. Schön jetzt hier über das Lenkrad kannst du wieder steuern. Über das Multifunktionslenkrad, das ist ja hier auf der rechten Seite des Lenkrades, ist ja alles abgebildet, zu bedienen, was mit dem MBUX zusammenhängt. Und die linke Seite hier ist im Grunde genommen dafür da, um alles zu bedienen, was jetzt hier im Kombi-Instrument zu sehen ist. Ne? Also hier kann ich dann die einzelnen Menüpunkte nochmal durch. Dann kann mir natürlich auch das Navi jetzt hier ins Kombi-Instrument legen. Ne? Hier rechts, was ist da? Das hier rechts? Ja. Ja, genau. Also ganz einfach. Stern, rechte Seite, ist für die Bedienung des MBUXs. Ja, das heißt also, hier kann ich jetzt das ganze MBUX durchschalten, also Navigation, kann Radiosender aussuchen oder halt jetzt hier wieder ins Telefon reinspringen. Und auf der linken Seite des Sterns ist alles, was hier mit Tachometer zusammenhängt. So, das ist relativ einfach und ich sag jetzt mal logisch angeordnet. Ist das das gleiche MBUX wie in den großen PKWs eigentlich drin? Ganz genau. Wie die neuen PKWs von Mercedes-Benz auch haben. Die haben auch diese Mercedes-Benz User Experience, die man halt eben auch über Sprachsteuerung steuern kann. Hey Mercedes, navigiere mich nach Trier. Wie lautet das Ziel? Trier. Es gibt leider keine Adresse für diesen Kontakt. Sau geil. Das ist nämlich immer das, wenn ich das mache. Wenn du es gerade nochmal machst. Okay, mach ich nochmal. Hey Mercedes, navigiere mich nach Altenhofen, Geilenkirchener Straße 9. Soll ich die Zielführung starten oder die bestehende Zielführung ändern? Zielführung ändern. An welcher Position soll ich das Ziel einfügen? 1. Ich habe das Ziel Geilenkirchener Straße 9, Aldenhofen, an Position 1 eingefügt. Los geht's. Sag mal, gibt's den Ort wirklich da, Geilenkirchen? Oder? Geilenkirchen ist noch ein Stückchen weiter wie Aldenhofen. Wenn du die Autobahn A44 runterfährst, Aldenhofen, da wo wir ja unseren Handelsplatz haben, fährst du einfach nur geradeaus bei unserem Handelsplatz vorbei und dann kommst du nach Geilenkirchen. Ein Stückchen weiter ist Tevern, wo die Airbag stationiert ist, das kennt man. Mhm. Auto hat übrigens, wenn es in Aldenhofen ankommt, ca. 2500 Kilometer. Ist das viel eigentlich für so ein Reisemobil? Ach Quatsch, überhaupt nicht. Die meisten Reisemobile fahren ja unterdurchschnittliche Leistung, also Kilometerlaufleistung, als die Fahrzeuge, die Chassisfahrzeuge eigentlich konzipiert sind. Ne? So ein Auto läuft bei einem Kurierdienst 130.000, 150.000 Kilometer im Jahr wie nix. Und dann, im Jahr? Im Jahr, im Jahr. Und dann laufen die 3, 4 Jahre, bevor die dann ausgemustert werden und gehen dann nochmal in Expo und laufen nochmal mehrere hunderttausend Kilometer. Da kommt ein Reisemobilist ja gar nicht hin. Ein Reisemobilist macht, wenn er auch viel fährt, 15.000 Kilometer im Jahr. Ja, es gibt Ausnahmen, die machen mehr, aber die meisten fahren sogar noch deutlich weniger. Also wir kriegen Reisemobile auf den Hof, die sind 3, 4 Jahre alt und haben keine 20.000 Kilometer gelaufen.
Ja, das Coole ist, der hat Full LED. Das ist also auch was Schickes. Der hat Vollausstattung. Ja. Es ist, merkst du auch direkt. Und er hat die Entsorgungsfunktion auf Knopfdruck mit dem Original Mercedes-Benz Symbol. Ach, das ist ja klasse. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ja. Das ist ja mal super. Du kannst die über die Entsorgungsstation stellen und einfach auf den Knopf drücken. Und dann wird er leer. Ja. Dann muss ich aber fragen, hat er denn auch eine Servicekamera, wo du das Entsorgungsrohr vom Fahrzeug siehst? Ja, die heißt Marlene. Nee, das ist mal Spaß. Das nee, hat sie nicht. Sage ich meinen Kunden auch, aber bei Cartago kannst du ja diese Option ordern. Wir haben also die Kamera, aber du hast keinen Knopf, so wie du jetzt hier hast. Da musst du wieder aufstehen und trotzdem manuell quasi den Tank öffnen. Das finde ich jetzt eigentlich ideal in Kombination mit der Servicekamera. Dann wäre es eine ganz runde Sache. Ne? Das da drin, wenn du mal gerade die Navigation abbrichst, nochmal bitte. Okay, Mercedes, Zielführung abbrechen. Ich breche die Zielführung ab. Das funktioniert erstaunlich gut. Ja, ich versuche ja einigermaßen Hochdeutsch zu sprechen. Achso, als Mann aus Nordrhein-Westfalen. Ja. Warte, ich zeige das mal gerade. Hier hast du denn zum Beispiel Radio und Media. Ja. Da sieht man da sehr schön, also hier ist gerade jetzt ein Video drin. Globe Traveler haben wir eben angeguckt, ja. Was da ist. Auch das kann man sehen und... Ah, das darf man nicht. Man darf bestimmte Sachen nicht. Also, wir sind auf dem Weg nach Saarbrücken. Bleibt dran. Spannende Fahrt mit dem Cabe Royal X780. 2,45 Meter Breite und Länge 7,80 Meter, wie der Name schon sagt. Bis gleich. Tschüss. Also, ich sitze jetzt hier. Topper ist drauf. Den wollte ich jetzt nur mal zeigen hier. Ich habe also schon noch anständige Sitzhöhe hier. Streife jetzt so leicht mit den Haaren dran. Und heute muss ich die Schuhe ausziehen, weil das sind nämlich keine Hallenschuhe. Dann lege ich mich mal hier in dein Bett rein. Auf welcher Seite hast du geschlafen? Auf der. Ach du Scheiße, ich gehe auf die andere. Nee, ja. Die Seite rechts ist noch nie benutzt worden. Die Seite das rechts? Ist leicht, weißt du, da hat noch nie einer drauf geschlafen. Da gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Okay. Ich habe nur die Seite benutzt und für einen Test. Wir waren da mit in Friedrichshafen. Es hat eine Soundanlage hinten drin, die mit dem Radio auch verbunden ist. Über dir, siehst du die Lautsprecher? Ja. Das ist mit drin. Hier so nochmal ein Temperaturfühler. Ja. Das finde ich allerdings gut. Dass für die Alte. Dass der hier hinten angebracht ist. Bei manchen Reisemobilen ist der halt in dem Bereich, hier ist der Temperaturfühler, ne? Mhm. Ist der halt da angebracht, in der Nähe des Backofens, habe ich schon gesehen. Dann hast du den Backofen angemacht, dann ist 2 Stunden auf die Heizung nicht mehr. Ne? Es gibt 2 Fühler, du kannst bei der Alte sagen, Automatik oder umschalten und so weiter. Hier nochmal USB-Steckdosen, 2 Stück, sehr schön gehalten. Dann hier hast du nochmal Regälchen, wo du was reintun kannst. Hier ist nochmal eine 220 Volt Steckdose eingearbeitet und hier kann man dann jetzt so ein Nachtlämpchen einschalten. Ist das schon Licht? Ach, ist vorne das Licht. Okay. Du kannst das Licht komplett von hinten aus nochmal steuern. Und was ich gut finde, dass der elektrische Dachhaubenlüfter hier im Schlafzimmerbereich ist, weil wenn du den einschaltest, der ist auch relativ läuft, leise. Ja, der Wolkenkratzer, den hörst du nur, wenn er anläuft. Mal leise jetzt. Warte. So, und jetzt hat er die Drehzahl, den hörst du nicht mehr laufen. Und warme und verbrauchte Luft, die steigt ja nun mal nach oben und dann saugt er hier schön die warme, verbrauchte Luft ab. Und wenn du jetzt noch irgendwo eine Dachluke, eine andere öffnest, hast du immer eine schöne Zirkulation von Luft im Fahrzeug, ohne dass du jetzt Fenster öffnen musst. Da oben hat er noch einen, sag schnell, Rauchmelder. Rauchmelder. So, lieber Andreas, hier vorne übrigens noch 12 Volt. Ist die Fernsehvorbereitung ist bereits gelegt, wenn man hier einen Fernseher einbauen möchte. Auch hier hinten, ne? Ja. Ja, Antennenkabel, alles da. Schön. Hast du noch Fragen? Nee, ich versuche die Fragen deiner Zuschauer zu stellen. Warte mal ganz kurz gucken. Ja, hier kriegst du auch Wäsche rein, musst du also nicht im Briefmarkenformat. Ist das tief? Warte mal, ich nehme mal hier so eine mit Hand. Bis hier so, ja, das wird das sein jetzt, 40 cm, ja. Tiefer, ja. Aber schon tief. Ja, schon tief. Also da kriegst du schon T-Shirts in normaler Faltgröße halt rein. Die Seitenschränke, ja, die sind etwas weniger. Die sind jetzt eine gute Handtiefe, also das sind dann so gute 20 cm. Also. Du kannst nämlich alle Schalter, die du tasten kannst, kannst du auch dimmen. Das ist der. Ah, okay, schön. Das ist also hier, wenn du da mal gerade festhältst auf einem, der da hinten drauf ist, ja, genau. Hier. Festhalten? Festhalten. Und dann. Ah, das ist die Beleuchtung. Dann wird es auch heller. Hätte man vielleicht, hätte man vielleicht vorm Dreh anmachen sollen. Okay, ja, das ist, wenn du mit Amateuren filmst, dann gibt es halt nichts. Nee, tatsächlich, das ist dann wirklich wie bei uns im C-Line. Der hat dann auch dimmbare Schalter dran. Ja. Boah, jetzt geht aber hier draußen Weltuntergang, oder? Kann das sein? Oh, wow.
Ja, jetzt können wir mal hören, wie gut der Geräusch isoliert ist. Ist der oben noch auf? Ich habe die Dachluke zugemacht. Hast du gemacht? Ja, okay. Natürlich. Kann nicht schief gehen. Also, den gibt es jetzt bei Marein Caravaning. Den könnt ihr ja ab dem etwa 13, 14 könnt ihr euch den abholen. Ja. Anschauen. Und jetzt, ich zeige euch das mal, jetzt geht gerade hier Weltuntergang. Das ist übrigens das Cockpit nochmal von innen. Da haben wir übrigens Videos während der Fahrt gedreht. Heute haben wir Glück, der Regen war so lange erwartet. Jetzt ist er da. Vielen Dank fürs Einschalten, Andreas Marein. Ich schreibe alle Details runter. Ist quasi, man findet dich in? Ist quasi eine Dichtigkeitsprüfung, die wir hier heute gemacht haben. Dicht ist er. Ja, man findet mich im Internet unter www.cartago-center.de. Da findet ihr natürlich auch dieses Fahrzeug hier. Oder bei Facebook unter Marein Caravaning. Schön, wenn euch der Beitrag gefallen hat. Und ich soll ja immer sagen, meint der Sven, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Welchen denn? Ja, natürlich den von German Television. Und am schönsten wäre noch, wenn ihr meinen auch noch abonniert würde, Womo Scout bei YouTube. Tschüss. So, zeige ich mal gerade, wie das Wasser hier runterläuft. Wenn ihr ein Feeling habt. Das ist krass, oder? Ja. Danke. Ciao. Ciao.